Herzlich willkommen zum Fernstudium Praxiskompetenz für Tierheilpraktiker. Im folgenden kurzen Video möchte ich Ihnen alle Informationen zu unserem Fernstudium geben. Folgende Punkte habe ich für Sie vorbereitet. Zum ersten möchte ich Ihnen die Rolf-Schneider-Akademie vorstellen als staatlich anerkannte Einrichtung der Weiterbildung. Als nächstes schauen wir uns dann das Fernstudium Praxiskompetenz für Tierheilpraktiker an. Zielgruppe, die Inhalte, die Studienbegleitung. Und ganz zum Schluss gebe ich Ihnen noch ein paar Hinweise zur Spezialisierung und Fortbildungspflicht für Tierheilpraktiker. Ja, die Rolf-Schneider-Akademie bildet Ausbildungen in der komplementären Veterinärmedizin schon ganz lange an, nämlich seit 1997. Alle unsere Fernlehrgänge sind von der ZFU geprüft und zugelassen. Sie sehen hier, in der Mitte das Logo der ZFU ist eine staatliche Zentralstelle für Fernunterricht, das heißt eine neutrale Stelle, wo Fachmenschen, in dem Fall Tierärzte und Tierheilpraktiker, dieses Studium lesen, ob es inhaltlich und pädagogisch korrekt ist. Und dann wird das Studium eben registriert und zugelassen. Ich würde Ihnen empfehlen, bei allen Fernstudien, für die Sie sich empfehlen, darauf zu achten, dass dieses ZFU-Siegel dort aufgebracht ist. Es ist einfach ein Qualitätsmerkmal. Die Unterlagen der Rolf-Schneider-Akademie werden natürlich in regelmäßigen Abständen Qualitätssicherungen unterworfen und die Unterlagen werden beständig aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht. Wichtig und heutzutage fast schon selbstverständlich ist das E-Learning. Bei unserem Fernstudium ist es kostenlos. Sie müssen nicht extra noch etwas dazu bezahlen. Sie können unsere Online-Plattform nutzen während Ihres Vertrags. Hier finden Sie Lernhilfen, Praxistipps, News und können sich natürlich mit Ihren Kommilitonen oder auch dem Dozententeam austauschen. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Sie werden betreut durch ein ganzes Team an Dozenten, sowohl Tierheilpraktiker als auch Tierärzte, jeder mit seiner ganz besonderen Expertise, mit seinem Fachgebiet, sodass hier ein Austausch jederzeit möglich ist und auch spezielle Fachfragen dann geklärt werden können. Sie können Ihre Skripte auch durch Online-Seminare noch ergänzen, entweder live Webinare, wenn das Thema denn gerade angeboten wird, oder wir haben ein ganz großes Archiv mit vielen, vielen Themen. Da finden Sie bestimmt das eine oder andere, das Sie interessiert oder auch speziell diesen Fernlehrgang begleitet und können das dann dazu buchen, entweder einzeln oder im Paket. Interessant ist auch die kostenlose Nachbetreuungszeit. Das heißt, wenn Ihr Vertrag beendet ist, haben Sie noch ein paar Monate, können Sie den Service der Rolf-Schneider-Akademie in Anspruch nehmen. Diese Zeit dient meist der Prüfungsvorbereitung. Die Zielgruppe dieses Fernstudiums Praxiskompetenz für Tierheilpraktiker ist auf jeden Fall der frisch gebackene Tierheilpraktiker, also sozusagen derjenige, der seine Grundausbildung abgeschlossen hat. Für den ist dann dieses Fernstudium ein Aufbaustudium. Sie können das Fernstudium entweder nach dem Tierheilpraktiker belegen oder auch gleich parallel. Das wird auch oft gemacht. Da kann man mal ein bisschen so vor- und zurückblättern und weiß, man hat auf jeden Fall nach dem Grundstudium noch ein Aufbaustudium, das ein bisschen einen noch mehr in den Berufsalltag hineinführt. Ja, das Fernstudium eignet sich hervorragend zur Vorbereitung auf den Berufseinstieg, also die eigene Selbstständigkeit. Ja, für Menschen, die sich dann zügig auch mit ihrer Praxistätigkeit, mit der Therapie selbstständig machen möchten. Schauen wir auf die Inhalte. Es wird vermittelt die weiterführende Beratung. Was hat man sich darunter vorzustellen? Da geht es um die Impfung, die Kastration, Darmsanierung, Entgiftung, Tiere aus dem Auslandstierschutz. Das ist eine ganz spezielle Patientengruppe, auf die man sich auch speziell vorbereiten sollte. Was auch immer mal wieder vorkommt, sind, dass man Anrufe bekommt zu verletzten Wildtieren, Egelchen, Eichhörnchen,
oder streunende Katzenwelpen, die dann krank sind. Dann haben wir die Jungvögel, die in die Praxis gebracht werden. Da sollte man zumindest erste Hilfe leisten können. Ein weiteres spannendes Thema ist die Tierkommunikation. Dann haben wir das Fall- und Praxismanagement. Hier geht es um den Umgang mit dem Patientenbesitzer, um die Differentialdiagnostik, um den Verlauf der Therapie, Umgang mit Tierarzt und die Begleitung der schulmedizinischen Therapie, sowie die Grenzen und Fehlerquellen in der naturheilkundlichen Therapie. Man sollte seine Grenzen und seine Kompetenzen auf jeden Fall kennen. Darauf gehen wir dann auch noch mal in einem extra Kapitel ein. Wir schauen uns, nachdem im Grundstudium wurden ja die gängigen Therapieformen oder ein Einblick gegeben. Wir schauen uns einige davon noch etwas genauer an. Ups. Ach so, ich bin erst bei den speziellen Erkrankungen. Okay, wir schauen uns auch eine speziellen Erkrankungen noch genauer an, nämlich die Hauptzielgruppen des Tierheilpraktikers. Die geriatrischen Erkrankungen, also die Senioren, Hauterkrankungen, chronische Ohrenentzündungen, Otitiden. Und die Erkrankung des Magen-Darm-Trakts, dann die speziellen Katzenkrankheiten. Katzen sind ja ganz spezielle Patienten, die auch wirklich differenzialdiagnostisch dann nochmal anders betrachtet werden sollten. Und natürlich die Allergiepatienten. Das sind so die Hauptpatienten, die uns am meisten, denke ich, beschäftigen und auf die man sich dann auch tatsächlich spezialisieren kann oder sollte. So, jetzt kommen wir zu den Therapieformen. Ich habe es gerade schon angesprochen. Wir haben hier nochmal Phytomykotherapie. Das sind meiner Meinung nach die besten Einstiegstherapien, sehr übersichtlich, sehr effektiv. Sollte man sich als Berufsanfänger auf jeden Fall mit beschäftigen. Dann haben wir die Unterstützung der Therapie durch Farblicht, Heilsteine, Nahrungsergänzungsmittel. Also es sind so die Feinheiten in der Therapie, sage ich dann mal. Und die begleitende Therapie von Verhaltensauffälligkeiten. Wir dürfen ja keine Verhaltenstipps geben, also kein Training machen, aber oft ist es so, dass wir Verhaltenstraining eben unterstützen, damit die Tiere sich leichter tun im Training. Und das geht ganz wunderbar mittels homöopathischer Hochpotenzen oder Bachblüten oder auch Nahrungsergänzungsmitteln. Kommen wir nun zur Studienbegleitung, denn auch wenn es ein Fernstudium ist, wo wir alle ja, getrennt voneinander lernen, haben wir dann natürlich doch viele Möglichkeiten, unsere Teilnehmer zu begleiten. Zur Organisation tut das Team in der Bürozentrale, also alle Fragen zu ihrem Vertrag, Laufzeit, Kündigung, Pausieren, Zahlungen, Termine, ja, all das Versende, all das macht das Team in der Bürozentrale. Inhaltliche Fragen, dafür sind dann die Tutoren für Sie da, die die Fachfragen klären. Wir haben hier schon gesagt, wir haben Spezialisten auf den verschiedenen Therapiegebieten, aber auch was die verschiedenen Tierarten angeht. Und was ich besonders schön finde, dass hier Tierärzte und THPs tatsächlich zusammenarbeiten, und man auf jede Fachfrage dann auch den geeigneten Spezialisten hat, der die Antwort geben kann. Außerdem begleiten wir sie natürlich auch pädagogisch, für einen Lernerfolg. Lösen Sie nach jedem Studienheft online auf dem Online-Campus einen Fragenkatalog. Das ist eine Selbstüberprüfung, aber auch natürlich auch für die Schule gibt es eine Richtlinie, wie gut Sie die jeweiligen Themen verinnerlicht haben, verstanden haben oder ob man da vielleicht nochmal nachlesen muss. Was auch sehr schön ist, ist unser großes Archiv an Videos zu sehr vielen Themen, die in Ihrem Fernstudium behandelt werden. Gibt sich auch immer mal wieder Live-Webinare, aber das Tolle ist tatsächlich, dass das Archiv, das so gut gefüllt ist, Sie können diese Videos entweder einzeln zubuchen oder auch gleich ein ganzes Paket zu Ihrem Fernstudium dazu.
Ja, und natürlich hier auch nochmal das Thema E-Learning. Es ist ganz wichtig, dass man sich vernetzt, dass man zusammenarbeitet auf dieser Plattform. Es ist sehr schön möglich, zusammenzuarbeiten, aktuell zu bleiben und auch ja, zusammen zu lernen, zusammenzukommen. Auch heutzutage fühlt sich das ja schon sehr viel normaler an als noch vor 2 Jahren. Und natürlich ist es auch ein Vorteil, eine so lange gewachsene Schule im Hintergrund zu haben, die Geschäftsleitung mit ihrer langjährigen pädagogischen Erfahrung, dass die Abläufe halt auch einfach organisiert sind und funktionieren, dass im Hintergrund immer alles so geplant wird, dass es dann auch wirklich umsetzbar ist. Ja, kommen wir ganz kurz zur Prüfung. Die Prüfung ist nicht so umfangreich wie die Tierheilpraktikerprüfung. Als Tierheilpraktiker haben Sie ja schon ja, große Prüfung, auch nicht ganz einfache Prüfung abgelegt. Wir haben hier ein ähnliches Prinzip. Jedes Studienheft beinhaltet einen abschließenden Online-Fragenkatalog. Dieser muss gelöst werden. Und die Prüfung wird dann ebenfalls online abgelegt nach Ihrem Studium. Sie besteht aus 60 Multiple-Choice-Fragen. Also Sie sind dann diese Fragestellung, denke ich, auf jeden Fall schon gewohnt durch die Online-Fragenkataloge. Ganz ähnlich wird dann auch die Prüfung abgelegt. Sie erhalten auch für diesen Fernlehrgang nach bestandener Prüfung ein Schmuckzertifikat. Und wenn Sie dann immer noch neugierig sind und neugierig bleiben auf weitere Themen, haben wir für Sie natürlich auch noch mehr Fernstudiengänge. Der Tierheilpraktiker ist ja immer angehalten, sich fortzubilden. Das ist ein lebenslanges Lernen. Sie haben jetzt in diesem Fernstudium auf jeden Fall eine interessante Spezialisierung, nämlich eine weiterführende Beratung und Therapieform und die speziellen Erkrankungen von Hunden und Katzen und auch ganz spezielle Patientenzielgruppen werden ja vorgestellt. Wir haben noch weitere Fernlehrgänge für Sie, nämlich die Ernährungsberatung. Ich finde, einer der wichtigsten Punkte in der Tierheilpraxis, dass man sich mit der Fütterung auskennt. Als Therapieformen, auf die man sich spezialisieren kann, haben wir die klassische Homöopathie für Tiere, sehr ausführliche Therapieform. Dann eine etwas kleinere, aber auch hochwirksame Therapie ist die Therapie mit Pflanzen und mit Pilzen. Die Kombination eignet sich auch wirklich sehr gut und deswegen haben wir die in einem Fernstudium zusammengefasst, Phyto- und Mykotherapie für Tiere. Wir haben die TCVM als weitere große Therapieform und die Haltung und Behandlung von Reptilien. Diese ganzen Fernlehrgänge können Sie gern in Kombination schon buchen. Dann hat man quasi sein Päckchen schon geschnürt. Die beliebtesten Kombinationen ist der Tierheilpraktiker als Grundstudium, direkt mit der Praxiskompetenz als Aufbaustudium und den Ernährungsberater noch dazu. Wenn man den Tierheilpraktiker schon gemacht hat, dann buchen die Teilnehmer gerne die Praxiskompetenz plus eine Therapieform. Das ist meistens die klassische Homöopathie für Tiere. Oder wer ein bisschen übersichtlicher anfangen möchte, nimmt dann KVP. KVP ist unser Kürzel für Kräuter- und Vitalpilztherapie für Tiere. Ja, wir empfehlen unseren Teilnehmern, sich wirklich zu spezialisieren und ein tiefes Wissen aufzubauen, nicht so sehr breit gefächert, sondern tatsächlich arbeiten Sie sich zu einem Spezialisten vor. Also streben Sie an, ein Spezialist auf Ihrem Fachgebiet zu werden und vielleicht nicht so viele Fachgebiete, sondern einige wenige und in denen dann wirklich ein guter Therapeut. Ja, permanente Fortbildung ist natürlich für den Tierheilpraktiker ganz wichtig. Passiert fast schon automatisch, dass man sich jedes Jahr fragt, und was lerne ich jetzt noch dazu? Das ist auch ein ganz interessanter, ja, Aspekt unseres Berufslebens. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige nützliche Informationen geben für Ihre Entscheidung. Wenn Sie individuelle Beratungen benötigen, nehmen Sie gerne Kontakt zu unserem Büroteam auf, telefonisch, per Mail oder via Facebook.
oder schauen Sie auf unserer Homepage www.naturheilkundeschule noch ein bisschen herum. Dort finden Sie alle Informationen, die ich Ihnen heute gegeben habe und noch viele mehr.